Die Fasnacht von Oberwil wird Ihnen präsentiert von Primeo Energie, Schreinerei Thüring und Jacobi Möbel, Mohlergeschäft Bachmann, die Mobiliarversicherungen, das Team vom Jobcenter Basel-Land und das Restaurant Alte Post. Ja, herzlich willkommen an der Oberwiler Fasnacht. Ihr seht, der Umzug ist hier im vollen Gange. Es ist einmal mehr atemberaubend, wer hier eigentlich alles mitmacht. Wir haben ganze Haufen Beteiligte und Aktive. Auch noch zusätzlich sogar aus Basel kommen sie noch hier hin. Das quasi als Hauptübung. Freuen wir uns jedes Jahr. Als Sujet dieses Jahr haben wir prima Klima, mehr so im Blut. Das ist eigentlich, man kann sich denken, es geht um die globale Erderwärmung und die ganzen Folgen, die es hat. Und auch ein junges Mädchen, die sich da sehr engagiert, dort die Schulschwänze. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich ein super Aufhänger. Und so haben wir unsere Fasnacht gestaltet. Also ein Haufen haben sich hier angepasst und auch unser Sujet ein bisschen aufgegriffen. Ja, es ist auch verständlich, es kommt auch immer wieder vor. Weil man hört es ja immer in den Medien. Wir haben auch zum Beispiel einen Wagen, der absolut Fasnacht ist. Das ist klar, da muss man auch nicht viel dazu sagen. Dann haben wir auch ein bisschen kritische Sachen, wie kein Bock zum Beispiel. Das ist ein prima Sujet, den ich gesehen habe. Das hat mir sehr gefallen. Und ja. Also es ist wild durchmischt, was es gibt an Ideen. Ja, dieses Jahr haben wir 4 Guckenmusiken, 2 Glicken. Das ist ein relativ guter Schnitt. Ich meine, es ist auch nicht der riesige Umzug, den wir haben von den Wagen. Es sind zwischen 10 bis 15 grosse Wagen. Und dann hat es noch Schießtragzüge. Ich habe Zahlen nicht im Kopf, aber es müssten etwa um die 40 sein. Das ist. Wie will man das sagen? Das ist im Dorf, wird das ein bisschen weitergehen. Also meistens sind es wirklich alte Wagenglicken, die mal gegründet worden sind und schon seit Jahren bestehen. Und die kommen auch immer gerne an die Oberwiler Fasnacht. Und wir freuen uns natürlich auch immer, sie begrüßen zu dürfen. Joel von der Granatenschmecken. Wir spielen dieses Jahr, wir laden auf uns. Im Sinn von, heute alles mit HQ, alles immer muss einfach bleiben, etc. Wir verhöchern das Ganze ein bisschen, wir verarschen das ein bisschen. Alles mit HQ kommt zu euch, wir laden euch alles auf. Also wir sind von der Kiefessen Wackis, 1988 aus Oberwil. Wir spielen das Jahr aus. Der Landrat Reif hat eine Idee gehabt, man könnte doch statt immer mehr Tremli machen, die den ganzen Verkehr behindern, könnte man doch mal hier eine unterirdische S-Bahn bauen. Und wir haben das ein gefunden, und darum spielen wir das noch raus. Wir haben es ganz bequem, wir sind mit dem Car unterwegs, wir haben ihn angehäuft und haben ihn auch umgebaut und sind mit dem jetzt an der Fasnacht unterwegs, auch morgen und übermorgen. Schöne Fasnacht zusammen! Wir feiern uns selber 20 Jahre Spezi-Giftschnecken. Tschüss, hörst du alles? Die singen alle draußen, oder? 20 Jahre Spezi-Giftschnecken gibt es uns. Und was willst du noch wissen? Ja, warum? Erzähl mir, Bus. Ja, der Bus, das sagst du ja, das ist geil, oder? Das ist einfach der super Bus. Und der macht unser Sujet. Das ist eben das, wir sind ganz in Weiss. Und geben Vollgas, oder? Siehst du hier alles, oder? Gut. Vor allem den kennen wir, weißt du woher? Cola-Fröschli. Das ist noch ein Jahrgang, wo Cola-Fröschli kennt. Kennt fast kein mehr Cola-Fröschli. Das kriegst du heute noch fast für 10 Rappen. Nimm eins in den Sack oder gib ihm's. Schneckenwagen steht ja hier drauf. Das solltest du ja kennen, nicht? Seit 40 Jahren sind wir unterwegs. Jetzt kommt schon ein Wagen, was hilft, wird dich überkannt. Aber schön, dass du da bist. Dankeschön. Das glaubst du ja nicht.
Was haben wir denn da? Hast du überhaupt den Film drinnen in deiner Kamera, du? Hä? Ja, das glaube ich nicht, du. Schau jetzt einmal das an. Hey. Jetzt haben wir fast nichts mehr da. Im Fall, wenn die Sonne wieder kommt, gebe ich dir noch so eine Sonnencreme dort, gell? Man weiß ja nie, es ist saumässig gefährlich bei dieser Klimaerwärmung der heutzutage, gell? Und dann hätte ich gedacht, auch dem Kameramann, gib mir so eine Creme, damit er die Visage nicht verbrennt. Und jetzt müssen wir leider weitergehen, weil wir haben fast keine Power mehr. Ohne Batterie ist es schwer, mit dem Trotti rumzufahren. Nur zum Sagen, gell? Also dann macht es noch gut. Schöne Fasnacht wünsche ich euch. Und auf Wiedersehen. Wir sind Cityschnecken. Uns gibt es seit bald 20 Jahren. 2003 haben wir das erste Mal Fasnacht gemacht. Und jetzt ist uns blöd. Jetzt gehen wir. Schön sind wir vorbeigekommen. Haben einen wollen nehmen. Das ist die Welt geht vor Kopf. Und wir gehen Bach auf. Das heisst, Entschuldigung, he? Alles auf der Welt ist schlecht. Und uns wird es blöd, darum verreisen wir jetzt. Wenn du jetzt da oder so, zum Glück habe ich es gerade in der Hand, nimmst du die Zedel mit heim, dann kannst du mir ein paar Verschen vorlesen, dann kommen die anderen vielleicht auch draus. He? Wir sind jetzt gerade bei der Schneckenspalte auf dem Wagen. Wir sind im Jahr 2000 gegründet worden, haben jetzt die 21. Fasnacht. Und wie ihr seht, wir sind alles Pöpp. Wir wollen eigentlich die Gesellschaft den Spiegel vorhalten, weil Oberwil ist doch eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Und an jeder Veranstaltung hast du vielleicht 200-300 bekommen. Ein Klickergrümpel wird organisiert, die Leute kommen nicht mehr. Ein Kehrungsball wird organisiert, es kommen 350 Nasen. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die etwas wollen leisten im Dorfleben. Und ja, wir haben dann gedacht, wenn die keinen Bock haben, haben wir halt auch keinen Bock. Von dem her spielen wir das aus, haben unsere Hörner montiert und sagen, wir haben keinen Bock. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe fast kein Wurfmaterial mehr. Wir haben so wenig Einkäufe wie noch nie. Also, wir haben wirklich keinen Bock gehabt. Hat man gemerkt. Jetzt mache ich mal weiter, weil die warten auf mich. Wir müssen ein paar Sachen loswerden, halt leider. Leider keins, aber ich habe mein Bein gebrochen. An meinem Fuß. Wegen dem ist jetzt eher so ein behinderter Wagen jetzt geworden, unser Wagen. Wir transportieren Behinderte. Wir haben so kein Sicher, wir sind ein behinderter Transport. Wir machen immer Strassenfasnacht am Strassenrand. Wir haben immer das grösste Geld ein, wir haben die grösste Schnurren, mehr als die, die auf den Wegen sind. Wir haben es immer lustig und wir machen das alle Jahre. Nein, wir sammeln ein. wir sammeln nur ein. Da ist der Beweis davon. Die Fasnacht von Oberwil ist Ihnen präsentiert worden von Primeo Energie, Schreinerei Thüring und Jacobi Möbel, Mohlergeschäft Bachmann, die Mobiliarversicherungen, das Team vom Jobcenter Basel-Land und das Restaurant Alte Post.